Freunde, Mr. Do It wieder für euch am Start. Mit dem Kaffee in der Hand. Aber wisst ihr was? Heute nach der Aktion trinke ich mir auf jeden Fall nachher noch ein Bierchen. So, was geht ab? Ich habe heute was vorbereitet. Und zwar bin ich circa 5 Tankstellen abgefahren und habe mir einfach mal, ich nehme mal eins, habe mir einfach mal ein bisschen Sprit abgefüllt. Ihr werdet euch wundern, also. Ich muss ja irgendwie sagen, warum ich so wenig Sprit habe. Also das hier kostet jetzt circa 32 Cent. Ich habe auch hingeschrieben, wo das alles herkommt, damit man das alles nicht verfälschen kann. Und als Argument dafür habe ich genannt, ja, Entschuldigung, ich wollte für mein kleines Modellauto, ja, wollte ich ein bisschen Sprit haben zum Testen und wissen Sie, mit der Spritze abfüllen. Ein einziger hatte gefragt, ein Diesel in dem Modellauto? Aber da habe ich auch noch ein bisschen rumgetrickst und habe ihn dann überzeugend davon dazu überreden können, dass er mir das verkauft. Ich glaube, der war sogar von Shell, der Typ, der da so Zweifel dran hatte. Naja, wie auch immer, weil Diesel, logisch, diese enorme Technik in so ein kleines Auto, das ist ja eher ein Benziner. Aber wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich jetzt circa 8 Spritsorten in so kleine Fläschchen eingefüllt und wollte euch gerne mal auf diesem Weg zeigen, wie ja, der Unterschied so ist. Ich gebe euch jetzt mal hier einen Anhaltspunkt. Also das hier ist ganz klares Wasser. Und das ist jetzt zum Beispiel Diesel von Shell. Und ich habe das hier alles aufgestellt. Ich zeige euch das auch noch gleich im Detail. Aber Freunde, nur mal so als Vorgeschmack. Shell, normaler Diesel, Ultimate von Aral. Guckt euch mal den Unterschied an. Das ist wie klar, also minimale Verfärbung. Ganz, ganz minimal. Ich kann das sehen. An der Kamera kann man das schon gar nicht mehr erkennen. Ja, doch ein bisschen. Da unten schimmert so ein bisschen. Minimal. Guckt euch mal den Unterschied an. Bio, Freunde. Bio, das macht den Unterschied. Heftig, oder? Boah. Auf jeden Fall habe ich das jetzt hier aufgestellt und ich möchte einen Test machen. Ich zeige euch das jetzt erstmal hier im Stand. Und zwar nehme ich dazu hier unser Wasser. Ich habe es auch extra so draufgeschrieben, damit man das alles nicht. Ja, das reflektiert das Glas. So, auf jeden Fall ist das Glas klares Wasser. Ich könnte es jetzt auch trinken. Aber mache ich jetzt lieber nicht. Dann nehme ich lieber meinen Kaffee. So, und habe dazu solch ein Prüfgerät mir klar gemacht für den Test. Und zwar ist das ein Prüfgerät, Freunde. Das ist im Grunde genommen, kann ich das jedem nur empfehlen. Das ist, hier unten befinden sich zwei, ja, ich sage jetzt mal Kontakte. So. Das Gerät dient dazu, um den Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit zu prüfen. Ne? Also, wir wissen ja alle, mit der Zeit kommt es natürlich, oder sollte man die Bremsflüssigkeit tauschen. Warum? Weil sich dort Ablagerungen und Wasser bildet. Und dieses Wasser ist natürlich für die Bremswirkung enorm schädlich, also negativ. Und mit solch einem Gerät, also da drückt man drauf, so grün heißt, ist okay. Und wenn ich das jetzt ins Wasser tauche, so, wartet die LED, so. Boah, ist das mit dem Licht, ist aber gerade blöd, ne? Auf jeden Fall, da leuchtet es grün und jetzt tauche ich das mal ins Wasser ein und zack, rot. Warum? Weil das Wasser zwischen diesen beiden Kontakten eine Verbindung herstellt und so dieser Stromkreis sich schließt, wodurch dann uns symbolisiert wird, Achtung, also hier ist eine Skala drauf, da steht, wartet mal, ich gebe euch da mal so, ein bisschen hier zur Seite. Also hier auf der Skala kann man dann erkennen, wenn es jetzt rot ist, ich könnte es auch theoretisch, so, ne? Also okay bis, ich mache es nochmal an. Bei grün ist okay, da ist es so, der Anteil 0%, 1 bis 2% sind okay, ab 3% no. Also da Bremsflüssigkeit tauschen. Ich könnte es mir jetzt auch theoretisch in den Mund stecken. Na, also an meinen Mund, an meine Zunge halten. Ihr seht. Na, ihr seht rot, klar, meine Zunge stellt ihr die Verbindung zwischen den Kontakten her. Also hier auch der Beweis, dass da Wasser drin war. Das Gerät ist auch nagelneu. Und das möchte ich jetzt verwenden dazu, um, jetzt kommt's, das wird der Knaller, Freunde. Was ist, wenn ich das Zeug, das Ding, in den Diesel halte und er mir anzeigt, rot, also Wasseranteil vorhanden? Warum dieser Test? Jetzt überlegt mal, Freunde. Normalerweise leitet Benzin und Diesel keinen Strom. Dafür ist die Flüssigkeit zu dickflüssig. Die Elektroden können nicht dort sich bewegen und dadurch Spannung übertragen.
So wie auch bei Öl und. Jetzt ist es so, dass wenn ich jetzt das Ding da reinhalte, im Grunde genommen ist das wie eine Art Qualitätscheck. Auf meinen begrenzten Mitteln. Ihr wisst, mit meinen Mitteln, die ich zur Verfügung habe, kann ich diese Tests machen. Und das gehört mit dazu. Und jetzt stelle man sich vor, also ich habe es noch nicht probiert, wirklich, ehrlich. Ich habe es ja auch an der Zunge gehabt. Also wenn da Sprit dran wäre, hätte ich es nicht an der Zunge dran gehalten. Wenn ich das jetzt in den Sprit reintauche, die beiden Kontakte, ne? Hier ist so eine Skala, bis dahin soll es reingetaucht werden. Und das Ding zeigt an, dass dort, ne, bis so und so viel Prozent Wasseranteile drin sind, weil hier ja ein Kontakt entsteht. Dann würde ich mir Sorgen machen, ob wir da nicht irgendwie, naja gut, ich hoffe mal, es wird überall grün angezeigt, sprich also kein Wasseranteil vorhanden und somit wäre für uns der Test super. Also eine Bestätigung, dass die Qualität von dem Diesel, weil das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass es jetzt Diesel Aral Ultimate ist oder Billigdiesel, das ist scheißegal, es darf eigentlich kein Wasseranteil vorhanden sein. Minimalste Mengen, okay, aber keine Mengen, die jetzt dazu führen, dass Strom geleitet wird. Ich bin echt selber darauf gespannt, wie der Test jetzt abläuft. Ich habe alles vorbereitet und aufgestellt. Ich habe auch noch vor, aber das erkläre ich euch, wenn ich euch in Position gebracht habe, wegen dem Tisch, weil ich kann die Flaschen jetzt hier nicht so halten und dabei noch eintauchen, bla blub. Ich würde sagen, ich stelle die Kamera erstmal hin und bis gleich. So, Freunde, Kamera steht. Meine Nervosität steigt. Warum? Klar, für mich auch ganz neu, dieser Test. Also ich bin echt gespannt. Ich wollte noch mal hier ein bisschen auf die Farben eingehen. Also wirklich farblich gesehen sieht man da deutlich, ja doch deutlich schon einen Unterschied zu Qualitätsdiesel und dem Billigdiesel. Und zwar fangen wir hier vorne an, das ist jetzt Diesel von Shell. Und zwar, wartet mal, ich habe hier, ach, das habe ich jetzt ein bisschen vertauscht, einen Moment, das gehört eigentlich hier hin. So, das ist jetzt auf jeden Fall Diesel von Shell, der normale Diesel. Und hier neben haben wir den V-Power Diesel. Also im Grunde genommen sowas wie von Aral. Der Ultimate Diesel. Und man sieht hier schon farblich also der Ultimate Diesel, ach, der V-Power Diesel ist deutlich heller als der normale Diesel. Aber im Vergleich zu dem Ultimate Diesel noch deutlich gelb. Gelb bis orange, so Pipi-Farbe ist das hier, ne? Sieht man das? Ja, sieht man. Also wenn ich jetzt so ein bisschen die Hand dagegen halte, da sieht man, dass die Farben definitiv, also das ist ja fast schon glasklar, das Ultimate. Ich zoome mal auch ein bisschen ran. Ja, also da sieht man wirklich den Farbunterschied. Das ist jetzt der Edelsprit von, so ein bisschen zur Seite, der Edelsprit von Shell und das ist jetzt der Edelsprit von Aral Ultimate. So, das ist jetzt, warum zwei gleiche? Ich habe einmal in Bochum getankt und einmal in Dortmund. Also auf dem Weg nach Dortmund auf der Autobahn und man sieht, da ist kein Unterschied, also scheint das alles wirklich identisch zu sein, der Ultimate Diesel. Und jetzt habe ich jetzt, also hier beiden, hier Shell-Rubrik, so und jetzt haben wir hier Diesel von Aral, der normale Diesel jetzt hier auf der Seite, ne? Zoome ich noch ein bisschen raus. Oh, ich bin selber total aufgeregt, wie der Test endet. Also wie gesagt, Aral Normaldiesel, Aral Edel, Ultimate Diesel. Dann haben wir hier Ultimate Diesel von der Autobahn. Dann haben wir hier Diesel Normal von der Autobahn. Ja, also Unterschied sieht man nicht. Im Grunde genommen sind diese vier Kollegen hier schon identisch. Ja, also meiner Meinung nach, optisch gesehen ist es identisch. Jetzt hier rechts habe ich nochmal dann Diesel von Aral in Bochum, den normalen. Aber da ist auch kein Unterschied zu sehen. Ist alles farblich gleich. Und hier habe ich nochmal, bin an einer Esso-Tankstelle vorbeigefahren. Und hier sieht man auch den Unterschied zu der Normal. Weil Esso hat selbst keine Edelmarke, also da war nichts an der Zapfsäule. Auch der normale Diesel farblich gesehen erfüllt das diese Norm. Da ist überhaupt kein Unterschied. Also diese markant gelben Dieselsorten sind definitiv die mit dem 7% Bio-Anteil. Und hier, wie gesagt, der Edelsprit von V-Power von Shell ist zwar deutlich heller als der normale Diesel, aber trotzdem noch im Vergleich zu dem Ultimate gelblich. So, dann haben wir die Geschichte durch. Ich habe vor, hier liegen überall so kleine Gummibärchen. Ich habe vor, um einfach mal zu sehen, wie der Diesel reagiert, in jedes Gläschen ein Haribo-Bärchen reinzustecken, um zu sehen, wie nach 4, 5 Tagen die Reaktion darauf ist. Darüber hinaus habe ich vor,
Rostige Schrauben, die ähnlich rostig sind, also ganz normal rostige Schrauben, dort reinzupacken, um zu sehen, ob dort, vor allen Dingen bin ich da gespannt, ob beim Aral Ultimate ein chemischer Prozess stattfindet, weil in dem Ultimate soll ja ohne den Bioanteil und den Additiven soll ja eine reinigende Wirkung stattfinden. Werden wir ja dann sehen. Und dann habe ich hier noch alte Zündkerzen. Nehmen wir mal eine, die ein bisschen. So, alte Zündkerzen. Wartet mal ganz kurz, ich muss mal ein bisschen das Licht so. Und jetzt gehe ich mal auf die rechte Seite. So, hier habe ich auf jeden Fall alte Zündkerzen. Wo unten an der Spitze ist jetzt von einem Benziner logisch, aber es geht hier um den Ruß, der da unten sich gebildet hat. So, und zwar habe ich davor diese vier Zündkerzen, die ich habe, jeweils einen in den Aral Ultimate Sprit von Bochum und Dortmund und dann nochmal in den normalen Sprit von Aral in Dortmund und in Bochum reinzustuhen. Und einfach mal zu sehen, ob dort von alleine, ohne jetzt eine Explosion, also ohne einen Brand, ob da an sich schon eine chemische Reaktion stattfindet und die Additive dort arbeiten. Ansonsten acht rostige Schrauben packe ich in jeden Diesel rein, um einfach mal zu sehen, ob dort irgendwas passiert. Kann ja sein, dass, was weiß ich, nach 4 Tagen das Gummibärchen sich komplett aufgelöst hat, aber bei Esso Diesel und bei V-Power ist das Gummibärchen noch vorhanden. Ich habe keine Ahnung, wie die Reaktion darauf ist. Ich habe auch so einen Test noch nie gesehen. Deswegen, seid gespannt, ich bin es auf jeden Fall. Aber was machen wir jetzt? Jetzt machen wir den Test mit unserem Wasser. Leitet einer von diesen Kollegen hier Strom, ja oder nein? Das werde ich jetzt mit euch testen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht. Und seitdem ich die Betankung gemacht habe, sind auch noch die Klappen zu. Oh, die Deckel drauf. Also ich bin jetzt echt, ist das überhaupt auf Aufnahme? Ja, okay, 100% gesichert. So, ich fange jetzt hier links an mit dem Shell Diesel. Hat man alles auf dem Bild? Ja. So, ich zoome mal ein bisschen rein immer. Zack. Dann werde ich jetzt die drei mal testen. Und zwar schraube ich das jetzt auf. Oh Gott. Am besten, ich schraube mal ganz kurz alle auf. Dann haben wir den Part hinter uns. So. Ein Moment. Freunde, das ist wirklich ein spontanes Video. Ich bin auf dem Weg, ist mir eingefallen, boah, hol dir doch mal die Dinger. Ab in den Keller rein, die alten Döschen. Jetzt weiß ich, wofür Mama die Dinger immer aufbewahrt. Damit hier der Mr. Duid seine Tests machen kann. So. Nichts daneben. Jetzt dürfte es auch gleich richtig duften. Oh Gott, ich bin so gespannt. Wenn da wirklich Strom, wenn da der Strom leiten sollte, deutet das ja auf minderwertige Sprit hin. Keine Ahnung, werden wir jetzt sehen. Weil ihr wisst vielleicht, also früher gab es ja so Skandale, wo Tankstellen angefangen haben, das zu mixen. Weil früher die Motoren, denen war das ein bisschen egal, ob da 10% Wasser drin waren oder nicht, ne? Die liefen trotzdem. Das ist ja mittlerweile alles verboten. Also da sind ja strengste Normen und Kontrollen einzuhalten. Und ja, mal gucken. Ich weiß es nicht. Also ich mache hier nochmal sauber. So, Gerät einschalten. Ganz normal da oben. Grüne LED. Ich tauche ein und. Yeah, er bleibt auf grün. Perfekt. Also V-Power Diesel, ach V-Power sage ich schon, Shell Diesel, also der normale mit 7% Bioanteil, Testbestand. Ich nehme mal kurz ein bisschen so einen Lappen. Super geil. So soll es sein. Genau so soll es sein. So, V-Power Diesel von Shell. Yeah, kein Wasseranteil vorhanden. Zumindest so gering, dass es kein Strom leitet. Jetzt Diesel Aral von der Autobahn. Jawohl, nix. Test bestanden. Jetzt kommt Diesel Aral von Bochum. Also der normale. Ey, nicht ausgehen. Nix, gar nix. Um euch bitte zu beweisen, dass das Gerät auch funktioniert, hier habe ich ja Wasser. Hier hinten. Ne? Ich tauche es nochmal ins Wasser ein. Und sofort rot, Ausschlag. Also, Gerät funktioniert, einwandfrei. So. Jetzt gehen wir zu Aral. In Bochum. Ach, Aral, sage ich schon, Entschuldigung.
Ich habe mich hier vertan, ich habe mich hier verschrieben. Das ist die Go-Tankstelle. Das ist normaler Billigsprit von Diesel, von der Go-Tankstelle. Jetzt Aral Bochum, nix. Also farblich gleich und auch von der Geschichte mit dem Wasser gleich zu sehen. Oh, nicht die runter hier. So, jetzt Diesel von Esso. Na, nicht ausgehen. Nix. Leitet kein Strom. Super. So. Jetzt haben wir noch unsere beiden Edelspritsorten von Aral Ultimate Autobahn Bochum. Na, der geht immer nach ein paar Sekunden aus. Nix, war mir so klar. Wenn schon der Billigsprit keinen Strom leitet, dann macht der das auch nicht. So, und der von Bochum direkt. Nix. Test bestanden, Neugier befriedigt, also grünes Licht meinerseits. Super. Und um das nochmal endgültig hier zu zeigen, dass das wirklich so ist, das ist normales Wasser. Ich tauche es rein, Ausschlag. Ey, so. Ausschlag und somit bewiesen, das Gerät funktioniert einwandfrei. Also, ich kann euch sowas nur strengstens empfehlen. So teuer war das gar nicht. Ehrlich gesagt, habe ich das von, ich glaube, Real war das. Ja, Real, von dem Einkaufscenter. Da gibt es ja, ich weiß nicht, ich stehe da immer wie so ein Blöder und gucke mir die ganzen Sachen an. Der eine oder andere von euch auch vielleicht. Und dort hing das dafür für 15 Euro. Ich denke, ah, hier steht auch Brake, da. Brake Fluid Tester. Bremsflüssigkeitstester. Ne? Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, 15 Euro. Batterie war jetzt nicht dabei. Da nochmal 1 Euro drauf für eine Batterie und fertig. Also unser Test in puncto Wasseranteile im Diesel 0 vom Tisch. So, jetzt werde ich das Video auch so langsam beenden. Und zwar stecke ich jetzt hier unsere Gummibärchen da rein. Nicht spritzen hier. Also summa summarum übrigens, der ganze Sprit hat mich jetzt gekostet, ungelogen, ich glaube 4 Euro. So, und dann habe ich ja gesagt, packen wir unsere Zündkerzen, die ja unten verrußt sind. So. Sieht man das? Übrigens, Colli, Freunde, ich habe jetzt eine Kamera bestellt. Gut, unsere Zündkerzen hier rein. Ganz normal, ohne irgendwelche Sachen. Also einmal in die beiden Edelsorten und dann noch in den V-Power. Passt das überhaupt rein? Ja, passt rein. Also in den V-Power Diesel. Übrigens, hier sieht man noch, das ist unsere Zündkerze von dem Ford, wo ja der Keramikkern gebrochen ist. Ne? Also so sollte eine Zündkerze nicht aussehen. Und ja, in welchem packen wir noch unseren Diesel? Nehmen wir mal von Aral den normalen, oder? Nein, wisst ihr was? Ich packe den in den Go, in die Billig-Tankstelle rein. So, und dann in jedes Gläschen noch eine Schraube, die mit Rost befallen ist. Also hier sieht man es eindeutig. Da ist richtiger Rostbefall. Ach, dieser blöde Fokus jetzt hier. So, ne, richtiger Rostbefall. Jo, da liegt so unten. Und zwar in jedes Gläschen eine Schraube rein. Und dann gucken wir uns das Szenario einfach an, ob sich da überhaupt was ändert. Kann auch sein, dass sich da gar nichts ändert. Kein Plan, einfach mal just for fun. Jetzt habe ich ja die Dinger, warum soll ich sie nicht testen? So, wir haben drin Zündkerzen, wir haben drin Schrauben, wir haben drin Gummibärchen. Gut, jetzt hole ich euch mal kurz wieder hoch. Zack, zack, zack. Du, 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 zack. So, Freunde, ich hoffe, euch hat das gefallen, das Video. Also, ich war wirklich, wirklich, wirklich neugierig darauf, ob diese ganze Geschichte mit dem Wasser. Ob das negativ oder positiv ändert, also ist ja alles gut gegangen, keiner verarscht uns, in dem Punkt zumindest. Aber ich bin wirklich, man tankt immer diesen Sprit, aber man sieht gar nicht die Konsistenz, die Farben und alles, ne? Also da muss ich echt zugeben, hat mich das auch, hat meine Neugier befriedigt. Die Farben sind definitiv, vor allen Dingen bei Aral Ultimate, wo ja wirklich gesagt wird, da ist kein Bioanteil drin. Wie glasklares Wasser. Nur bei V-Power ist es ziemlich gelblich noch, obwohl da ja auch gesagt wird, es ist kein Bioanteil drin. Naja, ich tank nicht bei Shell, hat sich für mich sowieso erstmal erledigt. Aber für den einen oder anderen, der bei Shell tankt, ist das vielleicht doch interessant. Ich, Freunde, werde jetzt auf jeden Fall was tun. Ihr wisst schon Bescheid. Noch meinen letzten Schluck nehmen. Und
werde euch dann in circa 5 Tagen nochmal Feedback geben, wie die ganze Geschichte da drin aussieht mit den Gummibärchen und so weiter. Nehmt es mir nicht übel. Ich dachte mir einfach, machst du mal so ein paar Teile rein und guckst mal, wie die Sache da chemisch aussehen nach einer gewissen Zeit. Und ich würde euch jetzt damit sagen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video seht. Schön weiter schreiben. Ach, das befriedigt mich, das macht mich so froh. Ich gucke aufs Handy, sehe, wie ihr schön fleißig am Kommentare am Schreiben seid. Und ja, ich würde sagen, wir machen den Test weiter und ich melde mich in dem Punkt in 5 Tagen wieder. Ansonsten sehen wir uns morgen. Freunde, morgen vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Es kommt jemand vorbei mit einem sehr getunten Fahrzeug. Was er sehr, aber es ist ein getuntes Fahrzeug, ein Opel und ja, ich wollte mit euch darüber, oder ich wollte mit euch das Auto besichtigen, gucken, Vor- und Nachteile. Für den einen oder anderen vielleicht sehr interessant und ja, sagt dann mal bis morgen. Ciao, euer Mr. Do It.